Mein Matchup ist nicht das Beste, aber wenn wir das Set gleich face checken, dann am liebsten halt mit Minions, dass wir gemeinsam gegen ihn fighten können. Ich spiele Dorans Blade Ignite und wenn er jetzt in dem Busch drin ist, auf mich raufläuft und mich wohnt, ist es sehr problematisch. Aber damit muss man manchmal leben im Leben. Nice. Das war recht gut für mich. Kriege einen decent Trade entgegen. Gedrückt. Denn this is America. No, this is Patrick. Mayonnaise ist ein Instrument? Hey Broski, bin auch wieder dabei. Viel Spaß beim Streamen. Nice, haben wir noch gerade so wie vor durchbekommen. Danke dir, Johnny. Vielen Dank für den Sub, mal willkommen. Danke dir. Also bis jetzt bin ich ganz heavy mit den Trades, ne? Alter, die Ignite, deswegen bin ich mehr in Lethal immer als er, aber... Es läuft, okay. Es läuft decent, ja, schon Support eingeworfen aus irgendeinem Grund, den ich nicht ganz so nachvollziehen vermag. Reingepusht werden, ein paar Minions droppen, ist kein Problem, wenn ihr mit Ignite spielt und ihr nicht habt das Ignite. Also einfach ein paar Minions abgeben, XP bekommen, ist in Ordnung. Das ist sehr okay. So, ein Pflichtfotoguck auf den Champion, geil. Können wir mehr sustain. Was, wenn du noch stirbst, ist bitter. Gerne eine dritte Q gehabt. War ich eigentlich getankt noch? Ich hoffe nicht. Noch habe ich es keiner gegrieft. Ja, mit ergibt Sinn, dass er auf der Wave basen will. Aber er kriegt jetzt echt nicht so einen fetten Vorteil dadurch. I think we should be good. I think we should be really good. Danke dir, Professor Layton und Mörgler für eure Subs. Willkommen. Bisschen rumlaufen, damit wir hier für die Autotext Last jetzt auch viel Footwork ready haben. Ist jetzt nicht so viel Sustain, aber auch klein viel macht Mist. Wave bounced jetzt und auf der Wave halt all-in zu werden ist immer gefährlich. Das ist ein Juggernaut mit halt Ignites. Das hat Bonus und In-Damage. Und die Sin ist auch gerade Botlane erfolgreich gewesen. Das heißt, der könnte jetzt easy nach dem Botlane gang resetten und Toplane gang kommen. Das heißt, die Wave reinpushen und dann auch Base gehen, ist auch in meinem Interesse. Bester Mann. Die Wave hilft mir jetzt ein bisschen beim Rauspushen und dann gucken wir halt, dass er die Wave auch nicht wirklich nicht freezen kann. Dann pufft doch weg von Top und die Wave ist okayisch. Vielleicht schon Problem mehr als er es tut, aber ist okay. Was geht mir jetzt hier einfach für den Prick trotzdem? Legt, ob ich quasi drei Dagger haben möchte. Ich kann, oder Boots zwei Dagger, weil dann könnte ich halt Recurve Buddha mitbauen. Und dann noch später natürlich Berserkers. Aber die Wave ist okay und ich habe TP. Der eine drei ohne Frauen. Vielen Dank für den Zappmann. Welcome back. Danke dir. Gerade noch Dr. Sommer in Wordle und jetzt gegen Dr. Sommer auf Toplane. I mean, almost. Almost. Glaube ich, poke ihn ein bisschen einfach und sustain so gut ich kann durch. Fuck. Wenn Minion lasten will, muss ich halt Damage akzeptieren. Nice. Level 6 geworden von dem Minion. Kann ich gut gebraucht, der hätte gar kein Ding. Jetzt verliere ich den Kenny Minion deswegen. Scheiße. Aber Flash Auto Deck auf dem Minion für Level 6 war schon keiner nice. Just to make sure, dass ich nochmal Bonus Leben kriege und auch ihn killen kann im schlimmsten Fall. Was am Ende gar nicht notwendig war, ist ein bisschen traurig, aber okay. Nice! Eigentlich ist es nicht so geil für mich zu helfen. Ich glaube nicht, dass er meine Hilfe wirklich braucht. Ah, ich gehe im Recurve-Bow-Fuck it.
schon sehr gerne Boots gekauft, aber ich brauch's jetzt nicht mehr so dringend. Der Typ ist einfach gerade ziemlich weird gestorben, sind wir ehrlich. Dass er mich da diven möchte, ist halt sehr unwahrscheinlich, dass es klappt. Vielleicht war mein Flash auch gar nicht notwendig, weil ich einfach ihn face tanken können und das war's. Okay. War das echt eine Story? Ganz genau, Bazinga. Du sagst das, mein Dude. It's okay. Might not be optimal, though. Top Wave bounced. Jetzt auch, ich bin nur 400 Gold vor ihm von dem Kill, basically. TP'd Vanish nach wie vor. Minions sind wie even, ist okay. Schon ganz geil, ihn jetzt mit Boots kiten zu können, aber auch so hilft Fleet sehr gegen seinen Conqueror. Er wird es niemals wirklich proppen können, wenn ich ihn einfach konsequent kiten kann. Bin ich stark genug, um die Waffe zu freezen. Ja, war schlecht, in den reinzusteppen, nur für dritte Q zu hitten, dadurch Conqueror relativ gut gestappt bekommen. Wege Dodge, aber da habe ich meine Kill nicht gehittet. Trotzdem guter Dodge auf seine E. Nice. Ich habe keine Info auf Enemy-Jungler. Der wird mich one-hitten, wenn er kommt. Ich hoffe, dass er sich zeigen muss beim Botlane-Fight oder generell. Aber ich meine, wenn er sich beim Botlane-Fight zeigt, dann muss er Topland sein. Aber Nave stinkt halt so sehr, also wenn es ein Topland ist, ich nicht wirklich respekten kann. Nice, Mann. Ich konnte es wirklich respekten beim Soplet. Mein Nave stinkt halt immer noch. Guck mal, wenn mich Re-Diven kommt. Ich glaube, wenn er mich Diven kommt, sollte ich mich von Q treffen lassen. Um ihn danach zu outplayen mit E's. Ja, ihn zackt halt. Meine Wave ist immer noch kacke. Also, sie sollten mich realistisch gesehen regenken. Trade halt einfach HP für Push. Und wenn wir die UFOs kriegen, er hat keinen Teleport, ist okay, wenn den Gang getankt und mit Summoner darauf geantwortet, der hat auch gerade geflasht, der Dude. Ich meine auch, er hat geultet, right? Also wir sollten okay sein. Hätte man dodgen können. Sehr gejumpt, aber... Schön Turmstadt reinlaufen, dass ich mir mit meinem Schild das tanke. Hat den Food wohl leider schon genommen. He has no FR. Ah, oh, der hat mich ja schon gemutet, ne? Ja, das hätte ich nicht so spielen sollen mit Zack. Der macht 0 Damage alleine. Ach, oh, Smilebat. I mean, meine Wave stinkt halt und ich werde gegankt und dann tippe ich zurück und ich sollte ihn aber nicht frontal fighten. Ich sollte Zack alleine Damage machen lassen und darauf warten, dass ich E-Up habe, damit ich was von ihm dodgen kann. Das ist nämlich einfach zu viel Tunamage, um das zu spielen. My bad. Würde mich nicht baiten lassen von einem Zack, der halt... Er kann da drauffliegen, macht da keinen Damage dann. Zack hätte ihn sogar noch canceln können. Der Set, nicht Zack. Ah, das blowt. Sind 74 Games bei Y nicht voll gut? Das geht gar nicht. Das sind ja schon über 100 Champions. Die Season ist in der Mitte des Projekts geresettet. Wir waren bei so Master 100 LP, als die Season geresettet ist. Jetzt ist halt basically Early Season, neue Season. Neue Items. Yay. Also 74 Games für Zyklon wäre unmöglich. Außer du überspringst ganz viele Warwick Games. Aber selbst dann. Ja, scheiße, dass er mich jetzt auch gesolo-killt hat. Sind uns gegenseitig immer gesolo-killt, aber... Wow.
Er rusht Blade jetzt direkt, das heißt, der nächste Reset ist super gefährlich, weil dann Blade fertig haben sollte und ich halt nicht. Boah, Jungs, das ist echt anstrengend gegen die beiden, aber ich outplay das echt nicht bad. Wir machen halt Voidcrabs und die laufen an mir vorbei, also an denen vorbei und töten mich. Oder was? Die fliegende Kassel Q killt den, oder was? Okay. Lass mir bitte ein Mini. Ach man, jetzt bin ich keine dritte Q. Der Sekt fliegt komplett daneben. Traurig, dass wir das nicht anders gespielt haben. Ah, ist gut, Oplate. Voidplate an mich. Die sind noch einmal Oplate hops genommen. Ich hoffe, der wird davon sauer werden. Je saurer wird, desto besser und glücklicher wäre ich. Lass ihn resetten, das ist eine Cannon Wave, aber ja, ja, ist okay. Ich gebe nicht unbedingt. Ich kriege auf jeden Fall die Platte, aber er wird halt wahrscheinlich mit Blade zurückkommen. Sonst gibt es ein Reset nicht so viel Sinn. Nein, ist decent. Wir hätten sogar zwei Platten nehmen sollen, honestly. Volkers machen so viel Damage. Actually, ja, natürlich hätte ich zwei Platten nehmen sollen. Hätte ich einfach jetzt Pot verkaufen können, dann hätte mein Item statt Durans Blade. Ja, safe. 6 Voidcrabs unterschätzt, my bad. Er wird sein Blade Power Spike matchen, jetzt bin ich eigentlich auch vorne, aber ich hätte es halt mit Pot verkaufen machen können. Eine Platte mehr, okay. Voidcrabs dann einfach in safe Damage gerückt, ich hab nicht dran gedacht, my bad. Okay, ja, mit Zack Passive, jo. Nein, Blade gegen Blade. Er hat halt Ignite, er wird jetzt auch versuchen, mich zwischen den Turrets zu zonen. Neu. Mein Leute hat trotzdem noch Damage auf ihn gemacht, right? Oder hat er mich quasi rausgeschoben aus der Hitbox davon? Ich kann nicht genau sicher, wie die Interaktion davon ist. Kriegen wir den Turm? I think we do. Wir haben 2 Voidcrabs, die den Turm tanken werden. Das reicht. Kein Dachheb Landing Phase. Viele geile Outpays gefunden. In schweren Situationen. Spaß gemacht. Leider am Ende mich ganz optimal gebased, was Durans Bett angeht. Ich hätte auf jeden Fall die Platte noch nehmen sollen. Voidcrabs underestimated. Also hart gebufft worden vor MSI, also. Joa. Wir haben trotzdem halt auch Item-Vorteil gerade gehabt, ne? Wir hatten schon Boots gegen, noch keine Boots bei ihm. Wir hatten aber noch keine Boots, aber er hat Durans Blade, lol. Er hat auch gerade Flash ignited, ich habe nichts benutzt davon. Wir können ihn halt relativ easy kiten mit Fleet. Dafür wurde das ein bisschen wild, aber okay. Aber er ist schon jetzt ein relativer Freak. Ich wusste nicht, welche Samson Ulti er ready hat, aber ja. Das war schon relativ free. Nice, liegt in der Busch. Yes. Jetzt getreten von einem Turm, ich mir wieder. Schönes Outplay von ihm.
Ich wollte auf ihn drauflaufen und Blade blocken. War obviously sehr in, dann Turm zu ulten und ihn killen zu wollen. Aber wer wählt dann ihn? Hat er mich diesmal hops genommen. Well, ja, yeah, jetzt haben wir zwei Games Top Lane hart gewonnen. Und trotzdem, oder Lane hat gewonnen, das Game halt lost. Jetzt haben wir Top Lane, I guess wir haben gewonnen. Wir Platten bekommen und ihn gesolo killt, aber mein Team ist just winning. Die 40-40-Regel, die 40-40-20-Regel. Eigentlich früher war es mal die 3-Drittel-Regel. Und mittlerweile ist es wirklich 40-40-20. 40% der Games einfach gewonnen. 40 verloren und 20% kannst du mitspielen. Game ist einfach over. Sehr viele Stomps in letzter Zeit. Sehr viele Stomps. Obwohl sie aktuell ein bisschen fast weniger anfühlt. Auf Top-End zumindest. Ist ja nicht für alle Rollen gleich, of course. Oh ja. Oh ja. GG's. Stirb, Eishexe! Wir sind noch Limit-Testen, was Damage angeht. Flash raus. Ich glaube, sie wird auch eh nicht gestorben. Wenn er meine Q trifft, selbst wenn sie krittet, ist nicht genug Damage mit zurückkehrender E, um sie zu killen, I think. Selbst im RNG-Luck-Szenario, da wir sind nur über 30% Crit, würde es nicht wirklich reichen. Wo ich raufgegatet werde oder jemand Bartportet über die Wand hier benutzt, über die Wand hier, die ist ziemlich lang, wäre eigentlich ein guter Play. Das erste Mal, dass wir dem Bart begegnen, wäre kein der Hype. Hätte mich gefreut. Schon viel Damage, ne? Direkt Half-HP des Torums weg. Wenn ich einmal so rein, eher nicht Half-HP, aber almost Half-HP. 40% oder so. Mit den Wollclubs und Power-Attacks schon stark. Da der Anton der Luxi, vielen Dank für den Support, Mann. Welcome. Fuck. Hab ein bisschen zu früh gemacht. Oh, wäre nicht gut, wenn die jetzt hier Mitte fighten und die Action zurückkommen. Okay. Well, die Lane war fun. Wir haben ihn und die Sin mehrmals auch playen können. Wurden am Ende einmal von die Sin auch played. Good job an die Sin. And we take the game. No bait, no bait, no bait, no bait. No bait, no bait. Sind wir, glaube ich, ganz happy mit. Damit also der Top-Lander der beiden Brüder abgehakt ist, der Mittelländer der beiden Brüder noch dran. Und dann auf die ist noch Yorick. Yorick, Yorick, Yorick Mori.